So, Freunde, nächster Tag, selber Hochsitz. Was mir gestern aufgefallen ist, was ich jetzt definitiv abstellen werde, ist hier dieses Tape, was ich hier drum gewickelt habe, dieses selbstklebende. Ich dachte eigentlich, es wäre ganz cool, weil es ja auch grün ist, passt ja auch so ein bisschen, ist nicht so auffällig. Schwarz fällt ja immer so ein bisschen auf im Wald. Ist ja keine sozusagen natürliche Farbe, bis auf eine Schattierung. Grün ist ja so vorhanden, bla bla bla, ist sowieso irrelevant. Aber ich habe festgestellt, wenn ich dann hier durch die Optik ranzoome, in die größte Vergrößerung, um ansprechen zu können, schießen tue ich immer mit so 6 ungefähr, aber bis 15-fach geht das Glas. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass dann dieses Tape hier reflektiert. Das heißt, ich kann das Wild nicht mehr so gut sehen. Deswegen mache ich das jetzt ab, schaue nochmal gegen die Sonne, so wie gestern, und probiere dann einfach, guck mal, was passiert. Dieses Sleeve, was hier drüber ist, ist ja aus schwarzem Neopren und ich verspreche mir davon, dass das nicht so reflektiert. Also probieren wir es aus. Ach so, darüber hinaus, heute angekommen, so ein Schießsack, ja, den hängt man, hier ist ja so eine Art, keine Ahnung, irgendwas ist da drin. Das ist kein Sand, das fühlt sich an wie so ein Reis. Der kommt dann vorne und hinter, so hier drüber, und dann kann man da oben mit schießen, ne? Also hier ist die Auflage. Und ja, ist halt weich und ist halt ein bisschen professioneller als ewig der Schal. Genau, hier ist dieses RWS-Sleeve und hier oben ist jetzt auch noch ein Stück eingewebt. Ich probiere jetzt mal aus, was das für Auswirkungen hat, wenn ich in die Richtung schaue. Ich beschreibe euch das Ganze mal, weil ich zumindest noch keine Möglichkeit habe, das Ganze irgendwie filmtechnisch einzufangen. Also dann können wir auch direkt sagen, wie ist das mit dem Kissen? Okay, also man kann es halt definitiv noch sehen. Aha, das ist doch grandios. Wenn ich jetzt hier in die größte Vergrößerung gehe, reflektiert es nicht mehr. Null, absolut kein bisschen. In der größten Vergrößerung nichts mehr zu sehen. Ich kann jetzt mal zurückgehen. Ab der Vergrößerung Nummer 6 bis 7, also so wie ich schieße ungefähr, klein bisschen weiter, ist nichts mehr festzustellen von einer Reflexion oder sowas. Oder ist der Schalldämpfer auch nicht mehr zu sehen. Ja, alles top. Bin so mega zufrieden. Gut, gut. Gerade ist auf der anderen Seite extrem weit weg der Bock auf die Fläche getreten, den ich vor 2 Tagen gesehen hatte. Er ist vom Gebäude stark. Ich kann nicht genau erkennen, was er auf hat. Aber ich glaube, es ist ein Gabler. Vor sich her treibt eine Ricke und es sieht fast so aus, als wären die Gabeln noch im Bast. Aber es ist leider viel zu weit weg. Naja, vielleicht habe ich ja Glück und die beiden ziehen noch hier rüber. Das Gute ist, es ist relativ früh. Es ist gerade mal 19.10 Uhr. Das erste Mal habe ich den gesehen, kurz nach 8, viertel nach 8 oder sowas. Und gestern sind die beiden erst im allerletzten Licht hier vorne an die Hecke gekommen. Ja, von daher kann heute noch einiges passieren. Ich habe auch ein relativ gutes Gefühl. Anblick habe ich jetzt schon richtig viel gehabt. Ich habe schon 5 Stück Rehwild gesehen. Das macht dann Freude. Besser als den ganzen Abend auf den Acker gucken und kommt nicht mal der Standardhase vorbei. Ja, ganz deutlich die, sagen wir mal, das weibliche Stück Rehwild. Es wird ein Schmalreh sein, so wie es aussieht. Und dahinter der Bock. Zu den Stücken ungefähr 100 Meter. Getrennt sind wir durch die Hecke. Und ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen spekulieren. Gucken, was sie so sagen. Ja, was ist jetzt?
relativ ungünstig. Hinter mir schreckt was im Wald. Und die sichern jetzt hier in meine Richtung. Ziehen aber noch vertrauter auf dem Weg. Tja, schauen wir mal. Die Entfernung ist jetzt so circa 150 Meter und ich bin mir relativ sicher, dass das ein Gabler ist. Und der ist nicht zu schießen. Ich schaue jetzt noch ein letztes Mal, um sicher zu gehen, und dann verziehe ich mich wieder auf den Sitz. Könnte ja sein, dass noch was von hinten kommt. Irgendwas passiert da gerade. Vom Nachbarfeld der Traktor. Hört jetzt gerade auf zu arbeiten oder ist irgendwie am Vorgewinde. Auf jeden Fall werden die nervös. Komm ein Stück weit in meine Richtung. Verdammte Axt. Ich glaube, es ist doch ein Spießer. Echt schwer zu sehen auf die Distanz. Ich glaube, wir warten noch ein paar Minuten. Sehr, sehr sicher, dass es ein Spießer ist. Ist halt wirklich schwer zu sehen. Ich habe nichts dabei, kein Zielstock oder irgendwie sowas. Und der Wind ist ein bisschen gegen mich. Der kommt hier aus meinem Rücken, zieht aber so schräg darüber. Das heißt, wenn die noch 50 Meter weiter vorgehen, den Weg runterziehen, stehe ich auch voll im Wind. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher, was ich machen soll. Ich kann theoretisch von hier aus nicht in die Richtung wirken, weil auf dem Feld dahinter der Landwirt den Boden beackert. Das heißt, Gefährdung Dritter ist nicht ausgeschlossen. Ich denke, ich verpiss mich hier am besten, damit ich die nicht aufschrecke. Geh wieder auf den Hochsitz. So, wieder zurück im Sitz. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, da noch irgendwas zu unternehmen. Ich kann das Gelände dahinter nicht einwandfrei einsehen. Da wird noch geackert. Gefährdung Dritter ist nicht ausgeschlossen. Damit ist die Sache schon mal gelaufen. So, der Wind ist auch nicht auf meiner Seite so richtig. Kommt schräg von da vorne. Und wenn ich da stehen geblieben wäre, um die weiter zu beobachten, hätte der früher oder später genau auf die Stücken, ja, wäre dahin geweht. Ich habe jetzt keine Erfahrung, ab wie viel Meter sich das irgendwie verflüchtigt. Aber ist ja egal. Ich kann ja morgen wiederkommen. Die sind ja den Weg hinuntergezogen. Das, was ich jetzt aus der Situation auf jeden Fall für mich mitnehme, ist, ich weiß, da ist ein Spießer auf jeden Fall vorhanden. Der geht da lang. Wenn die den Weg da so esend runterziehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie das morgen nochmal machen. Und dann kann ich mich morgen da hinsetzen und dann schauen wir mal. Und dann werden die Karten neu gemischt.